10 einzigartige Hühnerrassen, die es wirklich gibt. Von den herausragend aussehenden Stars der Hühnerausstellungen bis hin zu den gefiederten Hinguckern, die dich sicher zum Schmunzeln bringen. Das sind die 10 einzigartigen Hühnerrassen, die es wirklich gibt. Los geht's mit der Liste. Nummer 10. Crèvecœur. Ganz am Anfang dieser fantastischen Liste steht das Crèvecœur, dessen französischer Name übersetzt gebrochenes Herz bedeutet. Diese Hühnerrasse ist vielseitig einsetzbar. Sie werden sowohl als Legehühner und Fleischlieferanten als auch als Zierhühner verwendet. Ihr sanftmütiges und ruhiges Wesen macht sie zur perfekten Wahl für jeden Hof, während ihr Aussehen einfach umwerfend ist. Sie sind leicht an ihrem schwarzen Federkleid zu erkennen, das sich über den gesamten Körper erstreckt, mit Ausnahme der Beine. Sie haben kurze Beine, lange Schwänze und eine einzigartige, aufrechte Haltung, die sie sehr königlich aussehen lässt. Diese außergewöhnlichen Hühner gelten als groß. Hennen wiegen etwa 3 Kilogramm und Hähne 3,6 Kilo. Wegen ihres umwerfenden Aussehens sind sie oft die Stars auf Geflügelausstellungen. Wenn du also schon immer mit dem Gedanken gespielt hast, dir ein Huhn als Haustier zuzulegen, sind diese Hühner vielleicht die perfekte Wahl für dich. Nummer 9. Strupphuhn. Während die Crèvecœurs ein einzigartiges, königliches Aussehen haben, haben die Strupphühner auch ein sehr markantes Aussehen, aber sie sind etwas, nun ja, unordentlich. Sie haben ihren Namen bekommen, weil sie aussehen, als hätten sie gerade einen Elektroschock überlebt, denn ihre Federn sind ziemlich kraus. Obwohl sie lustig aussehen, sind diese Jungs liebenswert und du wirst nicht anders können als zu lachen, wenn eines dieser verrückten Hühner in der Nähe ist. Sogar Charles Darwin selbst hat sie ein paar Mal erwähnt. Ihre Geschichte ist also ziemlich lang, obwohl man annimmt, dass das Krausgehen irgendwo in China und Ostindien seinen Ursprung hat. Das Interessanteste an diesem Gen ist, dass es völlig ausreicht, wenn nur ein Elternteil es hat, und das kleine Küken wird mit ziemlicher Sicherheit auch Kräuselfedern haben. Doch je mehr, desto besser. Wenn also beide Elternteile das Gen tragen, wird ihr Kind so albern aussehen, wie es nur geht. Gib es zu, jetzt willst du diese lustig aussehenden Küken auch in deinem Garten haben. Nummer 8. Moderner englischer Zwergkämpfer. Wenn wir schon bei den kraus aussehenden Hühnern sind, müssen wir auch den modernen englischen Zwergkämpfer erwähnen. Dieser Name steht für eine Gruppe von Hühnern, die heute vor allem eine Zierrasse ist. Alles begann 1849, als Hahnenkämpfe in Großbritannien offiziell verboten wurden und die Bürgerinnen und Bürger begannen, ihre Wildhühner in Wettbewerben vorzuführen. Um den Wettbewerb zu gewinnen, musste der Vogel größer sein und ein härteres Gefieder haben, was mit der Zeit zu diesen einzigartig aussehenden Hühnern führte. Obwohl es sie in verschiedenen Farben gibt, zeichnen sich moderne englische Zwergkämpfer durch ihre langen Beine und ihre anmutige Haltung aus. Ihre Beliebtheit ging jedoch während des Ersten Weltkriegs deutlich zurück, da sie nicht für die Ernährung verwendet wurden. Während des Zweiten Weltkriegs galten sie als ausgestorben, was sie zusammen mit ihrem unverwechselbaren Aussehen in der heutigen Zeit sehr beliebt macht. Nummer 7. Vorwerkhuhn. Im Gegensatz zu den modernen Wildhühnern wurde diese Rasse absichtlich entwickelt, um ihren Zweck in einem Haushalt zu erfüllen. Ihren Namen haben sie von Oskar Vorwerk, der die Rasse 1902 in Hamburg, Deutschland, erfunden hat. Vorwerk wollte ein Huhn, das nützlicher ist als Lakenfelder, das heißt, es sollte mehr Eier legen, während es die gleiche Menge oder sogar weniger Futter frisst. Außerdem sollten sie anständiges Fleisch produzieren. Und das tun sie auch, denn Vorwerk hat es geschafft, eine Hühnerrasse mit all diesen Eigenschaften zu entwickeln. Und er hat sogar beschlossen, ihre Farbe von weiß zu braun zu ändern, damit man es nicht so schnell sieht, wenn sie dreckig werden. Das Einzigartigste an diesen Hühnern ist ihr Gefieder, das wie gesagt aus braunen Federn an Bauch, Flügeln und Rücken besteht. Ihre Köpfe und Schwänze sind jedoch schwarz. Vorwerk hat mit Sicherheit eine der erstaunlichsten Hühnerrassen der Welt geschaffen. Nummer 6. Brabanter Bauernhuhn.
Obwohl die Brabanterhühner nicht so nützlich sind wie die Vorwerkhühner, sind sie sicherlich eine der schönsten Hühnerrassen. Dementsprechend werden sie vor allem als Zierhühner oder für die Eierproduktion verwendet. Die Brabanter sind extrem selten sogar in ihrem eigenen Lebensraum, was sehr schade ist, denn sie sind ebenso sanftmütig wie schön. Diese Hühner verschönern nicht nur deinen Garten, sondern eignen sich dank ihres sanftmütigen Wesens auch hervorragend als Haustiere. Die Kinder lieben diese Hühner wegen ihres einzigartigen Aussehens, das durch einen Bart und einen kleinen Federflaum auf dem Kopf gekennzeichnet ist. Das Lustige ist, dass die Brabanter in den 1900er Jahren für ausgestorben erklärt wurden und später durch die Kreuzung anderer Schopf- und Barthuhnrassen wieder erschaffen wurden. Heutzutage sind Brabanter nicht mehr so groß wie früher, aber ihr auffälliges Aussehen bleibt erhalten. Nummer 5. Kubalaya. Die Kubalaya-Hühner sehen ebenfalls umwerfend aus und sind oft die Hauptdarsteller auf Ausstellungen. Diese edel aussehenden Vögel mit stechenden Augen, gebogenen Schnäbeln, langen Schwänzen und grimmigem Gesichtsausdruck stammen ursprünglich aus Kuba und sind eine der schönsten Hühnerrassen der Welt. Es gibt sie in verschiedenen Farben, zum Beispiel schwarz-weiß und schwarzbrüstig, und ihre Schwänze sind eines ihrer markantesten Merkmale. Denn sie ähneln Hummerscheren. Ein weiteres einzigartiges Merkmal der Kubalayas sind ihre kurzen Beine und ihr schräger Rücken. Außerdem sind sie die einzigen Wildhühner, deren Hähne keine Sporen haben. Diese unglaublichen Hähne können anderen Hühnern gegenüber aggressiv sein, da sie hauptsächlich für Hahnenkämpfe gezüchtet wurden. Aber keine Angst, sie sind zum Glück sehr gutmütig gegenüber ihren Menschen. Nummer 4. Sizilianische Butterblume. Auch hier spricht der Name für sich, denn dieser sizilianische Becherkamm stammt aus Sizilien und ist leicht an seinem butterweichen oder goldenen Gefieder sowie an den herausragenden schalenförmigen Kämmen zu erkennen, die wie Kronen aussehen. Ihr Gefieder weist außerdem eine fleckige Zeichnung auf, während ihre grün-schwarz schimmernden Schwänze und grünen Beine ihre einzigartige Eleganz nur noch verstärken. Diese lebhaften Vögel werden vor allem zum Eierlegen eingesetzt und ihre körperlichen Merkmale, wie zum Beispiel ihre eingerollten Schwänze, machen sie zu effektiven Eierproduzenten. Sie sind auch als gesellige Vögel bekannt, was sie zu tollen Hofbewohnern macht, die übrigens gerne ihre Umgebung erkunden. Also kontrolliere deinen Zaun vorsichtshalber zweimal. Nummer 3. Schottischer Krüpper. Die schottischen Dumpy-Hühner zeichnen sich ebenfalls durch ihr umwerfendes Aussehen und ihr gutmütiges Wesen aus, aber sie sind auch wegen ihrer Geschichte sehr beliebt. Heutzutage sind die schottischen Dumpies jedoch vom Aussterben bedroht, was ziemlich traurig ist, wenn man bedenkt, dass sie sowohl als Haustiere als auch als Ausstellungsvögel beliebt waren. Diese gefiederten Freunde aus Schottland zeichnen sich durch eine kurze, stämmige Statur, einen runden Körper und extrem kurze Beine aus. Es gibt sie in den Farben Schwarz, Dunkel und Silbergrau. Obwohl sie eine gute Menge an Eiern und Fleisch liefern können, brauchen diese Jungs besonders Pflege und sind in kälteren Klimazonen glücklicher. Also lies unbedingt ein bisschen mehr über sie, wenn du dich entscheidest, sie zu halten. Nummer 2. Rumpfloser Araucaner. Wenn es um Hühnerrassen geht, die sich von der Masse abheben, stehen die Rumpless Araucanas ganz oben auf der Liste. Ihr auffälliges Merkmal ist, dass sie keinen Schwanz haben, dafür aber ausgeprägte Ohrbüschel, gefiederte Auswüchse, die an den Seiten des Kopfes wachsen. Ihre Eier sind blau und haben eine gelbliche Schale. Es gibt sie in den Farben Schwarz, Schwarzbrustrot, goldener Entenflügel, silberner Entenflügel und Weiß. Und sie sind mit Sicherheit ein netter Gesprächsanlass für alle neuen Besucher und verschönern auch noch deinen Garten. Rumpflose Araucanas sind dank ihres gutmütigen Wesens tolle Haustiere, und wenn du dich entscheidest, eines zu halten, wirst du auch viele Eier bekommen. Nummer 1. Federloses Huhn.
Unser Vorschaubild des Tages sieht vielleicht so aus, als würde jemand einen leckeren Hühnereintopf zubereiten. Aber die Geschichte hinter diesem Huhn ist eigentlich ganz anders. Es handelt sich um ein Exemplar einer Rasse, die als federloses Huhn bekannt ist. Die Idee hinter ihrem unverwechselbaren Aussehen liegt darin, dass Masthühner genetisch so verändert wurden, dass sie immer hungrig sind, dass sie so viel Fleisch wie möglich produzieren müssen. Aufgrund ihrer Größe begannen sie zu überhitzen, was zu vielen Krankheiten führte. Da beschloss Avigdor Kahaner von der Hebräischen Universität Jerusalem, dass es humaner sei, die Hühner genetisch so zu verändern, dass sie keine Federn mehr haben, als dass sie sich ständig die Federn rupfen müssen. Es dauerte 5 Generationen, um eine völlig federlose Hühnerrasse zu entwickeln und mehrere weitere Kreuzungsprozesse, um sie etwas größer zu machen. Avigdor wies darauf hin, dass sich die Männchen rot färben, wenn sie die Geschlechtsreife erreichen. Wie findest du das? Welche Hühnerrasse hat dir in dem heutigen Video am besten gefallen? Teile deine Meinung über diese einzigartigen Hühnerrassen in den Kommentaren unten mit und abonniere unseren Kanal für weitere außergewöhnliche Tiervideos.